So, Freunde, was geht ab? Jomage ist am Start mit einem erneuten Infinite Warfare Video. Ja, heute gibt es das erste Video von meiner neuen Serie Klassische Waffen in Infinite Warfare. Ja, ich hatte mir überlegt, dass ich zu jeder klassischen Waffe in Infinite Warfare ein Video machen möchte. Und ja, heute geht es um die S-Ravage. Ich wollte euch nur kurz, bevor das Video losgeht, erklären, wie das Video aufgebaut ist, weil ich habe das in vier Parts unterteilt, dieses Video, weil ich dachte mir, ich will jetzt nicht irgendwie vier einzelne Videos zu den Waffen machen. Ich will alles in ein kompaktes, cooles Video machen und davon gibt es halt dann 5 Stück, weil es ja 5 klassische Waffen gibt. Für die Leute, die es nicht wissen, man bekommt jedes zweite Prestige einen klassischen Waffen-Freischalt-Token, womit ihr euch dann eine klassische Waffe freischalten könnt. Das wollte ich nur gesagt haben. Kommen wir nun zu der Struktur des Videos. Ja, als allererstes werde ich euch die beste Klasse zu der Waffe vorstellen. Als zweites werde ich ein bisschen über die Pros, Cons und über die Besonderheiten der Waffe reden. Im dritten Part werde ich die Waffe aus Infinite Warfare mit dann der Oldschool klassischen Waffe aus dem jeweiligen alten COD vergleichen und auch Szenen aus dem alten COD ja zeigen und dann das Ganze vergleichen und auch ein Fazit ziehen. Als vierten Part des Videos wird es eine kleine Montage geben, so 1 bis 2 Minuten, paar Szenen von der Waffe mit geiler Musik hinterlegt und ganz cool zusammengeschnitten. Finde ich eigentlich ganz nice. Falls ihr Bock habt auf die Serie, lasst auf jeden Fall mal ein Like da und schreibt mir in die Kommentare, welche Waffe ich als nächstes freischalten soll, beziehungsweise zu welcher Waffe ihr als nächstes ein Video sehen wollt. Schreibt mir es mal gerne in die Kommentare. Und ja, fangen wir direkt mal an mit dem Video. So, wie ich schon gesagt habe, der erste Part ist die Klasse und ja, es gibt 2 Varianten, wie ich die S-Ravage spielen würde. Einmal die Variante mit gezogener Lauf und Schaft und schnell ziehen ist eine sehr geile Variante, wenn ihr gerne im Scope seid und wenn ihr gerne halt im Scope rumläuft, dann ist es eigentlich die beste Variante dafür. Und ja, die zweite Variante ist wieder mit gezogener Lauf. Gezogener Lauf ist einfach ein absolutes Must-Have-Aufsatz auf dieser Waffe. Der zweite Aufsatz ist Lasermarkierer und der dritte Aufsatz ist Magazinerweiterung oder Griff. Müsst ihr selbst für euch entscheiden, welchen Aufsatz ihr für wichtiger empfindet. Kommen wir nun zu den Perks. Im ersten Perkslot spiele ich Gewandtheit, im zweiten Perkslot spiele ich Dynamik und im dritten Perkslot spiele ich Gung-Ho. Sind einfach absolut 3 geile Rusher-Perks, die einfach sehr gut sind, um schnell um die Map zu kommen. Jetzt haben wir aber noch 2 Punkte in der Klasse frei. Da müsst ihr gucken, was ihr wollt, ob ihr da Granaten, Stunts, irgendwas reinhaben wollt. Ich würde da ein weiteres Perk nehmen, nämlich noch Geist oder sowas würde ich mir da noch einpacken. Finde ich einfach ganz nice. Kommen wir nun zum zweiten Part des Videos, nämlich zu den Pros, Cons und Besonderheiten. Fangen wir an mit den Besonderheiten. Die Waffe ist wirklich absolut besonders. Da gibt es ein sehr krasses Easter Egg, wie ich finde, welches, denke ich mal, viele von euch noch nicht wissen. Die Waffe heißt ja S-Ravage und die Waffe wurde nach einem YouTuber benannt, nämlich nach dem YouTuber Sandy Ravage. Sandy Ravage ist ein absoluter Veteran in Call of Duty. Er hat schon vor 7 Jahren oder so Call of Duty auf YouTube hochgeladen. Ja, es ist ein YouTuber und ja, Infinity Ward hat einem YouTuber eine Waffe gewidmet. Finde ich einfach mega cool von Infinity Ward, dass sie einem YouTuber eine Waffe widmen. Finde ich richtig geil. Kommen wir nun zu den Pros und Cons der Waffe. Ich muss euch ehrlich gesagt gestehen, dass die Waffe meiner Meinung nach nicht so stark ist, was ich eigentlich auch nicht so schlecht finde, weil die aus MW2, die Spaß 12, die klassische Waffe nämlich, zu overpowered war für die Verhältnisse damals. Aber ich komme ja gleich noch zum direkten Vergleich. Aber was ich euch jetzt noch sagen kann, ist, dass die Waffe überwiegend ja Nachteile hat, weil die Waffe braucht einfach zu lange, um den Gegner zu töten. Meistens braucht man 2 oder sogar manchmal 3 Schüsse, um den Gegner zu töten. Und das ist einfach echt nicht gut. Ein weiterer Nachteil ist, dass man einfach übelst lange warten muss, bis man wieder schießen kann, nachdem man geschossen hat. Und das ist einfach richtig scheiße, weil meistens fällt der Gegner halt nicht beim ersten Schuss um und dann muss man lange warten und derzeit holt euch meistens der Gegner. Deswegen nicht so nice eigentlich die Waffe. Was die Waffe halt geil macht, ist einfach diese Nostalgie, die man hat, wenn man diese Waffe spielt. Aber naja, kommen wir nun zum dritten Part des Videos, nämlich zum Vergleich zwischen der Spaß 12 aus MW2 und der ja S-Ravage aus Infinity Ward. Zu Beginn muss ich euch ehrlich gesagt sagen, dass die S-Ravage an die Spaß 12 aus MW2 echt nicht rankommt. Nicht im geringsten kommt die S-Ravage an die Spaß 12 aus MW2 ran. Ohne Spaß, Jungs, die Spaß 12 in MW2 war so overpowered, weil man sie vor allem als Secondary benutzen konnte. Man konnte eine Primärwaffe spielen und konnte dann die Spaß 12 als Secondary spielen und brauchte nicht irgendwie noch ein Overkill Wildcard oder so, wie man es jetzt bräuchte, weil in Infinite Warfare kann man die S-Ravage nur als primäre Waffe spielen und deswegen braucht man halt die Wildcard Overkill, falls man noch eine weitere Primärwaffe spielen kann. Und das ist wirklich der schwerwiegendste Grund, wieso die S-Ravage nicht an die Spaß 12 rankommt. Und ja, das war es jetzt eigentlich schon mit meinem ersten Video zu den klassischen Waffen in Infinite Warfare. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Falls euch das Video gefallen hat, schreibt mir in die Kommentare, welche Waffe ihr als nächstes sehen wollt. Und jetzt wünsche ich euch noch ganz viel Spaß bei der Montage.